hätte nie gedacht, dass es wirklich so kurz Haare werden. Doch, ich schon. Ich wusste, dass mindestens 2-3 Leute kurze Haare bekommen. Ja? Ich hätte es bei der Kesse erwartet, aber nicht bei der Ania oder bei der Selma. Ich bin so mit Elsa da gesessen und habe Ania gar nicht so wahrgenommen, weil irgendwie schleicht sie sich immer an jeden irgendwie ran und ist so wie ein Spion, einmal da, einmal da. Ein paar müssen doch damit klarkommen. Nee, nicht ein paar. Es gibt eine. Ja, die kommen nicht damit klar, weil sie ja, fühlt sich wohl. Ich weiß, aber nach der Zeit wird das dann, glaube ich, besser werden. Das weiß ich nicht. Ich glaube, von einem falschen Film. Sie hätte sich auch zu uns setzen können und mit uns gemeinsam reden können, aber sie hat einfach nur zugehört und auch dann anscheinend was Falsches gehört. Ich habe schon andere mitbekommen, dass sie gemeint hat, dass sie mir nur ausschaut. Sowas. Ich denke, ich weiß, wen du meinst, aber die Person soll das selbst sagen auch. Scheiße. Was soll denn sowas? Naja, ich sitze hier, ich höre alles mit und das zeigt doch einfach, dass Elsa einfach fake ist. Ich sitze hier, sie kann doch einfach aus meinem Gesicht sagen. Nein. Ja, aber wieso nennst du mich jetzt fake? Weil du es mir einfach mein Gesicht sagen kannst. Du kannst mich fake nennen, wenn ich deinen Namen nicht erwähnt habe. Ich habe das gerade mit Respekt gesagt. Aber alles, was du mich meinst. Aber habe ich den Namen in der Kamera erwähnt? Nein, aber... Also brauchst du nicht deinen Mund aufreißen und sagen, dass ich fake bin in der Kamera. Ich habe weder gesagt, das ist Ania oder das ist Ania. Habe ich das gerade gesagt? Ja oder nein? Nein, oder? Also, brauchst du nicht sagen, dass Elsa fake ist. Weil ich bin hier die direkteste Person. Also komm mal ein bisschen runter, okay? Du solltest, glaube ich, mal ein bisschen runter. Nee, ich komme nicht runter, wenn du meinen Namen in der Kamera sagst, dass ich fake bin. Ich finde es extrem wichtig, dass keine Sachen wie Fake oder so fallen. Wenn man miteinander diskutiert, kann man gerne sagen, was einen stört, aber jetzt nicht anfangen mit Fake oder Toxic oder irgend sowas. Sowas passt einfach nicht in eine erwachsene Diskussion. Du bist hergekommen und hast zugehört, wie immer. Und dann regst du dich auf? Wenn es dir nicht passt, was ich sage, dann kannst du dich gleich woanders hingehen. Irgendwie willst du immer von jedem alles hören und dann immer jeden schlecht. Und dann die Unschuldige spielen, gell? Das bist du leider. Und es ist mir egal, ob du dich jetzt scheiße fühlst oder nicht. Weil du bist diese Schauspielerin, ich sag's dir auch direkt ins Gesicht. Du bist eine Schauspielerin. Sie sucht gerne Show, das merkt man schon. Sie will diese Aufmerksamkeit von der Kamera, wenn sie alleine ist, dass wir dann blöd dastehen und sie als unschuldige Mobbing-Opferin dasteht. Das ist ihr Ziel und das weiß ich einfach. Das ist zu auffällig jetzt. Ja, darf ich hier nicht sein? Also, du darfst überall sein, wo du danke. Bist, aber du kannst nicht immer dann von jedem. Es geht nicht darum, Lara. Nee, es geht nicht. Nee, Lara, nee. Nein, ich lasse keinen mehr hier raussprechen. Wenn die Kameras draußen sind, kommst du plötzlich raus. Wenn die Kameras drinnen sind, kommst du rein. Du suchst Kamera. Du bist diese Schauspielerin. Und ich wollte diese Wörter nie sagen, aber nachdem du meinen Mund in den Dreck ziehst und sagst, Elsa ist fake. Wie könnt ihr urteilen über mich, dass ich, ihr kennt mich doch gar nicht. Du hast alleine, du hast so viel schon gelogen. Weißt du, wieso wir dich nicht kennen? Wenn du ganz alleine bist und zu niemandem kommst. Muss ich doch auch gar nicht. Ja, dann brauchst du nicht träumen wie ein kleines Baby und sagen, ihr kennt mich nicht. Tu nicht so, wie dass wir dich ausstoßen, weil wir wollen immer, dass du dazukommst. Doch, hast du. Nein, du hast es gesagt, Alter. Du hast es gesagt. Darf ich auch mal ausreden? Nee, ich rede aber gerade. Du darfst nicht ausreden. Du hast genug geredet eigentlich. Ich finde es einfach nur schade, dass ich nicht ausreden durfte. Ich habe mich da hingesetzt, weil ich empfindliche Ohren habe. Und da habe ich gesehen, okay, da ist gerade Ruhe, deswegen setze ich mich dahin, aber nicht mit der Intention, dass ich bewusst zuhören möchte, was sie da reden. Es ging mir einfach darum, dass ich hier gesessen habe und du hast mit Lara darüber geredet, dass ich aussehe wie ein Junge, aber du wolltest... Sie hat gesagt, dass du willst mir die Wörter verdrehen in meinen Mund, aber das schaffst du nicht. Auch vielleicht, wenn du denkst, dass ich dumm bin. So dumm bin ich nicht. Nee. Sie hat alles gut genug verstanden. Sie hat jetzt freie Ohren mit dem Kurzhaarschnitt, also kannst du ja auch alles verstehen. Du kannst dich jetzt bei Elsa entschuldigen, dass du es falsch verstanden hast. Nein, ich möchte keine Entschuldigung von dieser Person haben. Ähnlich, aber... Keines tut mir leid, nichts möchte ich von dir haben. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Ich werde dir keine Aufmerksamkeit schenken, ob du alleine bist oder nicht, ob du weinst bist oder nicht. Ich werde nicht für dich da sein. Sagst du das auch nicht? Nein, es interessiert mich nicht. Es soll im Fernsehen so kommen, wie es will. Es interessiert mich nicht. Es ist mir egal. Sie hat es dazu gebracht. Ist mir egal. Lenk dich jetzt ein bisschen ab, reg dich ein bisschen ab. Das nee, ich hab keinen Bock mehr darüber. Und ich will's dir nur sagen, erwähne meinen Namen nicht mehr in den Mund. Ich hab nichts getan.
Ich gehe mit einem sehr doofen Gefühl aus diesem Gespräch raus, weil ich habe mich umgedreht und die ganzen Mädels standen hinter mir. Das heißt, die haben alles mitbekommen und ja, es hat sich angefühlt, als ob alle gegen mich schießen würden. Du hast gestern noch selbst gesagt, du siehst aus wie ein Junge. Du sagst es doch. Wenn ich zu jemandem sage, ich bin Stock oder so, und dann wiederholt das jemand, dann kann ich doch nicht sagen, wieso sagst du, ich bin ein Stock? Wenn es dich stört, dann stehst du auf, gehst zu der Person und sagst, ey, ich habe das und das gehört. Nee, du hast die Kamera gesehen und gesagt, ja, was soll ich sagen, Elsa ist fake und das ist nicht konfrontiert, das ist nicht den Streit konfrontiert. Und jeder wirklich hier mag dich und jeder kommt mit dir gut klar, aber wenn du immer wieder so sowas ziehst und jeden böse dastehen lässt, dann kommt das auch nicht gut. Ich weiß nicht genau, was in ihr vorgeht, weil ich kann auch nicht in sie reinsehen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass sie voll lieb und respektvoll auch sein kann. Aber irgendwie, weiß ich nicht, macht das was. Die Kameras machen was mit ihr. Die machen sie ganz anders. Also ich verstehe es gar nicht. Ich habe es jetzt einfach wie ein Missverständnis aufgenommen. Und es tut mir auch leid, dass ich Elsa als Fake bezeichnet habe, aber ich darf ja nicht mal ausreden. Das hat halt auch was mit Respekt zu tun. Und es sind halt immer alle gegen mich und es tut halt einfach weh. Ich bin halt einfach ein Einzelgänger und ich lehne mich nicht von den anderen weg, weil ich die nicht mag oder weil die mich ausschließen, sondern einfach, weil das meine Art ist. Das hat nichts mit den anderen zu tun.